Ist es denn eigentlich nicht besser, dass man Aktien lieber mit einem Limit kauft, als dass man Cash Secured Puts schreibt? Das war eine Frage unter einem Video, welches ich zuletzt hier veröffentlicht habe, wo es um das Thema Cash Secured Puts ging. Und diese Frage, die ist wirklich berechtigt und deswegen will ich mit euch heute mal drei Punkte abklären. Wann ist es besser, Cash Secured Puts zu schreiben und wann ist es besser, ein Limit in den Markt zu legen, um eine bestimmte Aktie zu kaufen, beziehungsweise was sind so gravierende Unterschiede zwischen Limit und Cash Secured Puts? Jetzt hier im Video. Ihr seht also, auch wenn ich nicht jeden Kommentar beantworte, der unter den Videos steht, ich lese mir natürlich all diese Kommentare durch und immer wieder sind da auch ganz, ganz tolle Anregungen von euch dabei. Also Fragen, wo ihr sagt, okay, das müssen wir nochmal klären. Also deswegen vielen Dank, schreibt weiterhin so viele Kommentare hier darunter unter diese Videos, weil das hilft uns allen, damit wir auch mehr Wissen über den Optionshandel bekommen. Und mir gibt es immer ganz, ganz viel Input, damit ich für euch neue Sachen quasi raushauen kann. Okay, jetzt reden wir heute mal über Cash Secured Puts auf der einen Seite und Limit, also dass man sagt, ich kaufe eine Aktie bei einem bestimmten Preis, auf der anderen Seite. So, und wir klären das mal an drei verschiedene Punkte klären wir ab. Warum nimmt man das eine und wann nimmt man das andere? Eine Frage, die können wir relativ schnell beantworten, nämlich die Frage, das hängt zusammen mit dem Preis der Aktie. Also, ihr wisst ja, wenn man einen Cash Secured Put schreibt, überhaupt wenn man eine Option handelt, die sich auf Aktien bezieht, dann bezieht die sich in der Regel immer auf 100 Stück. Warum sage ich jetzt in der Regel? Naja, manchmal gibt es Resplits, manchmal gibt es Sondersituationen, wo du auch mal eine krumme Zahl haben kannst, mal nur 50, mal 200, wie auch immer. Aber in der Regel beziehen sich Optionen immer auf 100 Stück. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, dass du den Preis der Aktie beachtest. Nehmen wir mal die aktuelle Situation in den Märkten. Du sagst, hey, ich wollte doch immer schon mal Aktionär von Amazon werden, aber bislang war mir die Aktie zu teuer. Jetzt ist diese Aktie 25% von ihrem Hoch herausgefallen und jetzt würde ich sie gern kaufen an einem bestimmten Punkt. Ne? Und jetzt könntest du natürlich sagen, okay, super, schreibe ich einen Cash Secured Put, bekomme ich ja sogar richtig viel Geld dafür. Aber, mal angenommen, diese Aktie kostet $1,500, ja, dann müsstest du ja mit einem Cash Secured Put 100 Stück abnehmen. Das heißt hier, wir machen nochmal zwei Nullen hinten ran und da sehen wir gleich, dann reden wir über eine Summe von $150,000. Das kannst du natürlich machen, wenn es dein Konto hergibt, aber dann glaube ich, brauchst du schon ein etwas größeres Konto. Deswegen dürfte das für die meisten hier nicht in Frage kommen. Und dann wäre natürlich an so einer Stelle es viel, viel günstiger zu sagen, okay, ich möchte eben die Amazon beispielsweise bei 1500 kaufen und bevor ich dann jetzt einen Put schreibe bei 1500, schreibe ich natürlich oder besser gesagt lege ich lieber ein Limit in den Markt und lasse mir die Aktie für dann 1500 ins Depot buchen, wenn der Preis dahin geht, weil dann sage ich eben, ich will nur eine oder zwei haben, aber eben nicht gleich 100 Stück. Also das ist der erste Punkt, dass wir sagen, okay, hier Preis ist eine ganz wichtige Sache. So, der zweite Unterschied ist der, dass man sagt, okay, manchmal sieht man eine Situation in einer Aktie, wo man sagt, ich muss jetzt die Aktie nicht zwingend haben, aber die Prämie gefällt mir jetzt gerade. Also stell dir beispielsweise vor, du hast eine Aktie im Depot, wo du sagst, naja, das ist schon eine schöne Aktie, die mir gefällt und aus irgendeinem Grund, es gab irgendwie Nachrichten, es ist irgendetwas passiert, wie jetzt diese Korrektur an den Märkten, es ist stärker nach unten gegangen, du sagst, naja, im Grunde meine Position ist groß genug, aber die Prämie finde ich so spannend und ich kann die Aktie auch so ein bisschen einschätzen, weil ich da schon Erfahrung habe und deswegen sage ich hier, ich schreibe einen Cash Secured Put für die Prämie. Ich möchte also diese Dollars haben. So, und im Zweifelsfalle wäre ich aber auch nochmal bereit, die Aktie zu nehmen. Ne? Es muss auch nicht sein. Mir geht es wirklich lediglich um die Prämie. Das kannst du natürlich mit einem Cash Secured Put machen. Was machst du dagegen, wenn du nur die Option Limit hast? Ne? Also wenn du sagst, an der Stelle würde ich sie vielleicht auch nochmal ins Depot nehmen. Das geht natürlich dann, da hast du nichts davon. Das heißt hier,
das Geld, ne, was wir aus der Prämie des Cash Secured Puts herausziehen, das bekommst du natürlich dann nicht. Ne? Und das heißt, also das ist wieder ein Punkt, wo man sagt, okay, das spricht wieder für Cash Secured Puts und gegen Limits. Ne? Weil nur mit dem Limit in dem Markt liegen, bekommst du natürlich nichts. Natürlich gibt es aber auch Pro-Argumente für Limits, nämlich beispielsweise die, wenn du dir folgenden Preisverlauf vorstellst. Du hast eine Aktie, die gerade fällt und du sagst, hey, hier an der Stelle, wenn sie dahin fällt und du hast vielleicht hier genau an der Stelle eine große Unterstützung oder du siehst im Volume Profile, dass es da hinlaufen könnte, ne, sagst, hey, an der Stelle würde ich sie gern kaufen. Und jetzt passiert Folgendes. Du hast einmal ein Limit geschrieben. Was heißt geschrieben? Du hast ein Limit in den Markt gelegt oder du hast einen Cash Secured Put geschrieben. Sagen wir mal 100 Stück der Aktie, das wäre vollkommen okay. Ne? Also das könntest du von der Größenordnung in dein Depot aufnehmen, aber du könntest auch das mit Limit machen. So, was ist jetzt wieder hier der Vorteil? Du bekommst natürlich für den Cash Secured Put wieder die Dollars, für das Limit bekommst du erstmal nichts. Aber stell dir vor, jetzt passiert Folgendes. Und zwar, die Aktie geht wirklich hier nach unten, erreicht dein Limit, dann heißt, dein Limit wird sofort ausgeführt. Du bekommst deine Aktien an der Stelle definitiv. Wenn du dagegen jetzt die Aktie dann Folgendes macht und geht wieder nach oben, und von mir aus hier ist der Verfall der Option, dann bekommst du sie eben mit dem Cash Secured Put höchstwahrscheinlich nicht, sondern deine Option wird verfallen. Du hast nur die Prämie bekommen und hast die Aktie nicht. Das heißt, wenn du ganz dringend oder unbedingt eine Aktie haben möchtest, wenn du sagst, wenn die jetzt hier auf $30 fällt, wenn die auf $50 fällt, da will ich unbedingt 100 Stück haben, dann ist es besser, ein Limit in den Markt zu legen und keinen Cash Secured Put an dieser Stelle zu schreiben, weil beim Limit kannst du dir sicher sein, wenn der Preis dahin geht, dann kaufst du sie auch. Beim Cash Secured Put kannst du es nicht, denn dann muss der Preis an dieser Stelle oder darunter am Verfallstag sein. Sonst wird die Option wertlos verfallen. Du hast zwar eine Prämie bekommen, aber deine Aktien hast du halt nicht bekommen. Und daran siehst du, dass es also durchaus Sinn machen kann. Und das war, glaube ich, auch in dem Kommentar gefragt, warum man nicht beides macht. Ne? Also wir haben jetzt in den Rückgang aktuell, haben ja auf verschiedenste Aktien Cash Secured Puts geschrieben, weil wir sagen, okay, schöne Prämien und naja gut, wenn sie halt dann doch dahin fallen, dann nehmen wir sie auch zu dem Preis. Es gab aber auch Aktien, manchmal sogar dieselben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen sie aber auch schon mal auf jeden Fall, ein paar Stück wollen wir an der Stelle haben. Deswegen haben wir schon mal Limit für 10 Stück reingelegt oder auch mal Limit gestaffelt nach unten reingelegt. Und es ist also kein Widerspruch, dass man sagt, ich mache Cash Secured Puts und Limit, ne? Weil viele immer so denken, wenn das eine doch so gut ist, warum machst du denn auch das andere? Ja, weil sich beides halt hervorragend ergänzen, weil beides ganz andere Intentionen hat. Ich glaube, bei der Sache ist es vollkommen klar, wenn du so eine teure Aktie mal nachkaufen möchtest, dann ist meistens Cash Secured Put nicht das Richtige, weil die meisten die Depotgröße nicht haben werden. Und ansonsten kann man das aber schön kombinieren. Und ihr seht also, wenn man die Strategien mal durchdenkt auch ein bisschen, wenn man jetzt etwas mehr als dieses 0815 Wissen hat, was man vielleicht in so einem kleinen Blogbeitrag manchmal so liest oder in einem Kommentar, dann kann man Strategien ganz hervorragend miteinander kombinieren. Man kann sie anwenden, entweder als reiner Optionshändler oder aber auch gern als Aktienhändler, der sagt, hey, ich bin eigentlich ein Aktientyp, ich will überhaupt mit Optionen gar nichts zu machen, aber es gibt manchmal Situationen, wo es sich absolut lohnt, auch mal auf Optionen zurückzugreifen. Und gerade wenn ihr euch mit professionellen Händlern unterhaltet, ich habe ja immer noch sehr viele Kontakte in die USA, zu sehr vielen Leuten in Chicago beispielsweise, und die Jungs, die da aktiv Aktien traden, die nutzen natürlich Optionen tagtäglich. Und die würden aber, wenn du sie fragst, niemals von sich behaupten, dass sie Optionshändler sind. Die würden immer sagen, hey, I'm a stock guy. Also das sind immer Aktienleute. Und nichtsdestotrotz, Optionen ist für die was völlig Normales. Und deswegen auch, wenn du bislang noch keine Optionen gehandelt hast, ne, es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil du einfach dein Waffenarsenal, bisschen martialisch, weil du das enorm verbreiterst. Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, du kannst viel flexibler reagieren, du kannst viel mehr machen. Und wenn du dich mit dem Thema beschäftigen willst, ne, wir haben ja jetzt gerade diese neue Online-Ausbildung, Optionshandel für kleine Konten, Einstieg in die Welt des Optionshandels, schau dir das mal an, das ist natürlich auch für dich interessant.
Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf eure Kommentare, auf eure Meinungen, auf eure Anregungen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin viel Erfolg an den Börsen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.